Herzlich willkommen zum heutigen Chesspresso. Wir gehen 100 Jahre zurück und zwar zu einem legendären Turnier. Zum Turnier in Hastings, das es bis heute gibt. Zwar inzwischen hat es nicht mehr diesen wohlklingenden Namen, wie es das einst hatte, doch es war ein legendäres Turnier. Es gibt inzwischen auch ein tolles Buch von Jürgen Brustkern und Norbert Wallet über das Turnier, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, das ich euch nur ans Herz legen kann. Ja, also die Geschichte ist sozusagen mit diesem Turnier gegangen. Unter anderem 1922, als Efim Bogoljubow und Alexander Aljechin, der vierte Schachweltmeister, gegeneinander antraten. Und Alexander Aljechin, der spielte in der Partie, die ich euch nun zeigen möchte, eine geniale Kombination mit einem wunderschönen Bauernzug. Und genau, das ist unser heutiger Chesspresso. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, worum es hier so ging. Also in der Partie Bogoljubow spielte D4 und Aljechin provozierte direkt mit dem Zug F5. Natürlich kein Hauptzug wirklich. Die holländische Verteidigung aus meiner Sicht völlig zu Recht, weil ich das nicht für eine vollwertige Eröffnung halte. Aber ich habe einen unglaublich schlechten Score dagegen. Das ist vielleicht also auch mehr ein psychologischer Punkt, dass ich das nicht glauben will, dass das vielleicht doch ein ganz vernünftiger Zug ist. Aber auf jeden Fall zeigt man, wie mit dem Sizilianer gegen erstens E4, man möchte auf Gewinn spielen. Das Problem von F5 gegenüber C5 ist natürlich immer diese Diagonale. Die öffnet sich gegen den schwarzen König. Übrigens, wer mehr über Alexander Aljechin wissen will, den kann ich nur meine Weltmeisterserie auf Chessme empfehlen, wo ich ein bisschen einen Einblick in das doch sehr bewegte und auch wechselhafte Leben des Alexander Aljechin gebe. C4, Springer F6, G3, soweit alles so normal, keine Überraschung. E6, Läufer G2, Läufer B4 Schach. Also, Aljechin versucht einen verbesserten Nimmt zu Inder zu bekommen. Warum verbessert? Naja, weil er zusätzlichen Druck auf dem Feld F5 hat, da hat er zusätzliche Kontrolle und deswegen hat er sich vielleicht gedacht, ist diese Zugreihenfolge ein bisschen besser. Läufer D2, Läufer schlägt D2, Springer schlägt D2. Ich denke, heutzutage würde man eher den Zug Dame schlägt D2 vorziehen. Springer E4 würde ich einfach Dame C2 spielen, zusätzlichen Druck gegen den E4 machen. Und vor allem versucht man in der Regel mit der Dame zu nehmen, damit der Springer anschließend nach C3 gehen kann. Dort fühlt er sich in diesen Strukturen nämlich deutlich wohler. Zum Beispiel im Italiener natürlich eine komplett andere Öffnung. Da geht der Springer ja häufig über D2 nach F1. Da fühlt er sich also sehr, sehr wohl auf D2. In diesen Strukturen eher nicht. Also Springer schlägt D2, jetzt kein schlechter Zug. Aber inzwischen würde man hier wohl eher mit der Dame rausnehmen. Springer C6 greift direkt den D4 an, wird mit Springer F3 gedeckt. Aber jetzt hat man hier mit Schwarz einen ganz, ganz klaren Plan, nämlich ganz schnell D6 zu spielen, E5 zu spielen, die Bauern auf die schwarzen Felder zu stellen. Und dann hat man hier strukturell schon einiges erreicht. Hätte Weiß jetzt hier versuchen wollen, diesen Aufbau direkt zu bestrafen, wäre es wahrscheinlich eher der Zug D5 gewesen, mit dem man hier Probleme stellen kann, denn jetzt unterstützt der Läufer diesen Punkt noch und der Springer, der muss sich entscheiden, wo er gerne hingehen will und diese Entscheidung ist vielleicht gar nicht so einfach. Springer GF3, kurze Rochade D6, da haben wir es schon, der Plan E5 ist super stark und unangenehm. Strategisch, wie gesagt, dann schon sehr, sehr gut, wenn diese Bauern auf D6 und E5 stehen. Das wäre dann nämlich genau die richtige Felderfarbe. Und damit hat, wie gesagt, Aljechin hier schon einiges erreicht. Dame B3, König H8, super logischer Zug. Erstmal prophylaktisch aus dieser Diagonale rauszugehen, wobei man hier hätte trotzdem schon direkt E5 machen können. Denn dieser Zug C5-Schach droht nicht wirklich was. Man macht König H8, muss keine Sorge haben. Springer G5 pariert man. Zum Beispiel mit Springer schlägt D4, aber auch so ein Zug wie Dame E8 ist sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht das noch wichtig, warum ist Springer schlägt D4 so stark? Diese Idee gibt es witzigerweise auch im Vier-Bauern-Angriff gegen den Königsinder, Läufer E6 und auf einmal ist die Dame auf F7 gefangen. Also da muss man schon aufpassen, aber wie gesagt, König H8 auch ein sehr, sehr vernünftiger Zug. Dame C3 will gegen E5 arbeiten, aber es kommt natürlich trotzdem E5, weil am Ende würde hier der Springer hängen.
Wenn jetzt hier geschlagen würde, D schlägt E, Springer schlägt E5, Springer schlägt E5, Dame schlägt E5, sieht man die Überlastung der Dame, denn nach Dame schlägt D2 hat Schwarz kompensationslos eine Figur mehr für einen Bauern, aber der zählt in der Stellung nicht wirklich mit. E3 und A5, das ist der normale positionelle Ansatz hier, in diesen Stellungstypen mit A5 zu spielen. Das richtet sich so ein bisschen gegen den Zug D5, damit nach D5 man vielleicht den Weg Richtung C5 hat und schon mal prophylaktisch B4 verhindert hat. Deswegen jetzt Bauer B3, Dame E8 bereitet einen kleinen Angriff vor. Dame H5, F4, Läufer H3, Springer G4. Das kennen vor allem die Freunde des Grand Prix-Angriffes. Das ist da nämlich mit Weiß eine Standardidee, aber warum nicht hier? Ist ja so ein bisschen Grand Prix-mäßig. F5, E5, Weiß hat C4 gespielt, bloß eben natürlich mit vertauschten Farben. A3, Dame H5 und hier begann die Sorge anscheinend schon, denn Bogoljubow entschied sich hier für den Zug H4. Aber so einen Zug macht man natürlich äußerst ungern vor dem eigenen König und dann hier auch noch so eine Felderschwäche mit G4 in Kauf nehmen. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass einiges schiefgegangen ist. Springer G5 macht sich ins gemachte Nest. Springer G5 und F3. Der wird wieder vertrieben, ist auch schön und gut, aber jetzt entstehen natürlich neue Schwächen. So ein starker Spieler wie Aljechin, der gibt nichts freiwillig her. Wenn er etwas gibt, dann denkt er, dass er dafür auch was bekommt. In diesem Fall hat er definitiv was dafür bekommen, denn dieser Zug F3 schwächt nicht nur E3 und G3, wie hier eingezeichnet, sondern auch der Läufer auf G2, der hat nicht mehr so die richtige Perspektive. F4 erzeugt weitere Löcher, E4, schlecht, schlecht, schönes Feld. Sehr, sehr schwere Stellung hier schon für Weiß. Turm D1 versucht den Kampf auf den Damenflügel zu legen, aber da macht Schwarz natürlich nicht mit. Festigt hier erstmal das Zentrum, nachdem man mit H6 den Springer vertrieben hat. Und jetzt wird sich hier erstmal positionell sauber aufgestellt mit A4. Das nächste Feld hergegeben und da ist Aljechin dann auch bereit, ein Tempo zu investieren, wenn er hier so ein lecker Feld bekommt, wo er dann auch anschließend sicherlich mal nach D3 gehen kann. Turm D2, Springer B4, da fühlt er sich wohl, Läufer F1, Dame E8 und Turm G2. Also, Bogoljubow doch nicht am Damenflügel interessiert, hat gemerkt, okay, dieses Schlagen, das ist immer super schlecht, das hier würde die Stellung schließen. Also probieren wir es vielleicht mal mit dem Zug G4, unterstützt vom Turm. Ich kann es mir nur schlecht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Bauer nimmt C4, Bauer nimmt C4 und der erste ist bereits weg. Läufer schlägt A2, Aljechin da ganz durch und durch Materialist. Springer F2 und Läufer D7 zurück. Und jetzt haben wir hier erstmal einen gesunden Freibauern. Deswegen können wir die nächsten Züge ein bisschen schneller durchgehen, weil hier ist die Stellung natürlich schon sehr, sehr gut für Schwarz. Turm schlägt A5 und jetzt geht es so richtig rund. Ja, vielleicht habt ihr Lust, hier mal den richtigen Weg zum Gewinn zu analysieren. Euch das anzuschauen. Falls ja, haltet einfach kurz das Video an und schaut euch die Stellung an. Ja, also es gibt natürlich hier mehrere Wege zum Gewinn, aber Aljechin fand hier folgenden sehr, sehr schönen Gewinn. B4, Turm schlägt A8, B schlägt C3, Turm schlägt A8 und jetzt könnte man denken, ist ja alles noch gut gelaufen. Turm schlägt E3, Turm schlägt E8, Springer schlägt C3. Ja, vielleicht steht Schwarz hier immer noch ein bisschen besser wegen des Gegenspiels auf der B-Linie, obwohl er einen Bauern weniger hat. Aber das könnte man vielleicht halten. Nicht so, aber nach C2, nach diesem fantastischen Figurenopfer, droht auf D1, Turmopfer, droht auf D1 zu nehmen und auf C1 sich eine Dame zu machen. Damit ist die Partie aus. Der Rest ist nur noch Formsache. Man hat zwar zwei Türme für die Dame, das ist eigentlich ein vernünftiges Materialverhältnis, dieser König und vor allem dieser Turm, das kann man eigentlich nicht als vollwertige Mitglieder der schachlichen Gesellschaft bezeichnen. Springer F1 zurück und jetzt wird hier richtig Salz in die Wunde gestreut hier. Diese ganze Figurenkonstellation ist natürlich der absolute Horror. Turm H2, erstmal wird der C4 geschnappt, Turm B8, Läufer B5, ganz unscheinbare Drohung hier zu schlagen, tauschen auf B5, was heißt tauschen Opfer. Und jetzt könnte man vielleicht denken, naja, jetzt halten wir einfach unsere Figuren zusammen, aber das funktioniert einfach alles nicht. Die Lücken sind zu groß, die Schwächen zu eklatant und deswegen kann Schwarz hier jetzt alles abräumen und steht am Ende auf Gewinn.
Und hier sehen wir mal nochmal eine Doppelung der Ereignisse. Wieder ein Bauer auf der zweiten Reihe, der einen Springer angreift und zur Dame durchzugehen droht. Und das Bauernendspiel, das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Das ist dann natürlich gewonnen. Das war Bogoljubow Aljechin. Bogoljubow sicherlich einer der besten Spieler, die nie Weltmeister geworden sind. Aber man sah hier doch gegen Aljechin eindeutig den Klassenunterschied. Ich hoffe, dieser Chesspresso hat euch gefallen. Und ja, dann schaut doch mal bei chessme.com vorbei. Würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns ganz bald an dieser oder anderer Stelle. Bis denn. Tschüss.